Weiter im Text. Wir wollten gerade hier was angreifen, weil die mich die ganze Zeit nerven. Zumindest mal die Benzinfässer, die sollte ich ganz leicht. Bekommen mit meinem Flugzeug. Hat er geschafft, jawohl. So weit, so gut. Mehr als diesen schwachen Jack kann ich leider nicht bauen. In dieser frühen Missionsphase und Mission an sich. Ja, ist mir doch egal. Wieso sagt er das jetzt doppelt? Ich habe zwei Sammler. Aber die sind einfach so langsam. Mehr als zwei will ich auch nicht bauen. Ich glaube, das lohnt sich nicht bei dem bisschen Erz. Du bist auch schon repariert. Dann geh du da rein. Und das kommt zum nächsten Angriff. Ich will die Tesla-Spulen im Endeffekt angreifen. Aber erstmal gucke ich, ob ich noch ein paar Benzinfässer finde. Nein. Hoffentlich werden die auch nicht nachgebaut. Weder repariert noch nachgebaut dürfen sie werden. So viel Schaden macht er nämlich nicht. Der braucht ein paar Versuche. Beim Rückflug ist er immer besonders schwach. Flammenwerfer machen mich jetzt auch nicht übermäßig ängstlich. Oh, was? Schieß doch mal. Mann. Gerade noch nicht drüber lustig gemacht, dass die hier mit Flammenwerfern gegen meine Panzer kommen. Dann hätten sie mich beinahe überrumpelt. Du brauchst auch viel zu lange. Du bist jetzt mal zwei. Im Moment wird es jedenfalls nicht repariert. Auf Rückflug wird wieder kaum Schaden gemacht. Lasst mich doch mal in Ruhe. Die greifen auch unentwegt an. Fast ohne Pause. Aber mit der Werkstatt kann ich meine Einheiten wenigstens retten. Dann spare ich ein bisschen Geld. Als wenn ich einfach mal neue bauen würde als Ersatz. Kriegt man auch immer so spät mit erst. Auf die Tesla-Spule aufpassen bitte. Danke. Ist das schon voll? Ja. Das dauert eine Weile. Aber wenn die Tesla-Spulen weg sind, ist das alles ganz easy. Auf dem Flammenturm muss ich nicht groß achten. Ich könnte noch ein Flugfeld bauen, aber bei dem bisschen Kohle, was ich habe, lasse ich das mal lieber sein. Die Bäume nerven mich hier auch. Ja, das ist so eine Halb-Halb-Mission. Teilweise ziemlich einfach. Der Anfang war eigentlich einfach. Mit Tanja. Aber jetzt so ein bisschen merkwürdig. Die sind ja stark in der Überzahl. Die könnten ruhig noch ein paar mehr Benzinfässer hier rumstehen haben. Vor den Flammentürmen habe ich keine Angst. Ich will nur die blöden Tesla-Spulen loswerden. Das würde auch sonst viel zu lange dauern. Mit dieser schwachen Flugeinheit. Mal sehen, ob es jetzt repariert wird. Wenn ja, dann ganz schlecht. Dann kann ich das vergessen. Ja, wird nicht repariert. Schön. Aber vielleicht nachgebaut, wenn es erstmal kaputt ist. Das wäre dann so richtiger Edge-Move. Zerstört? Ja, wir bauen es einfach nach. Aber die Sammler kommen ja relativ unbescholten immer zum Erz und zurück. Könnt ja auch mal so einen bauen, der kostet sogar weniger als ein schwerer Panzer. Mit dem kann ich ja, hätte ich vielleicht früher dran denken sollen. Der ist vielleicht in der Lage, weit genug wegzustehen, um die Tesla-Spulen auch abzuschießen. Man muss es ja nicht immer so schwer machen mit schwachen Lufteinheiten. Den geht's ja allen ganz schön gut. Lange nicht mehr angegriffen worden, offensichtlich. Wird repariert. Einheit bereit. Einer sollte aber reichen. Mal gucken, es ist ja jetzt nur ein Test. Vielleicht kommen die auch dann gleich rausgestürmt, wenn ich anfange zu schießen. So würde ich es jedenfalls machen. Logisch, man lässt sich ja nicht einfach abschlachten. Erstmal auf den, würde ich sagen. Wenn ich auf den mittleren gehe, wird der andere wahrscheinlich nicht, oder? Ich kann es probieren.
Ja, die zwei immerhin, das war zu erwarten. Deren. Jawohl. Jetzt sieht's gut aus. Auf diese Situation habe ich lange gewartet, als ich in der Übermacht bin, quasi. In meiner eigenen Heimatfront. Und alle repariert sind. Vielleicht nochmal, weil er es angefangen hat, darf er es auch beenden, wenn er es denn schafft. Ich glaube nicht, dass es in diesem Versuch schon schafft. War zu erwarten. Tja, dann macht der es eben zu Ende. Der kommt jetzt zu mir. Hm? Der ist wütend. Zum Glück ist er relativ schnell, der V2-Rakete. Der heißt V2-Rakete, weil der Platz da nicht reicht. Na, nicht auf den. Wenn er sich bewegt, dann ist es nicht so toll. Dann treffen wir den schlecht. Ja gut, so klappt es auch. Ja, wunderbar. Oh. Hilfe. Ich bin nur noch arm und schwach. Wenn erstmal die andere Tesla-Spule weg ist, dann wird er so leicht. Ah, habt ihr einen Panzer von mir halb tot geschossen? Bildet euch was drauf ein. Oh, da kommt wieder jemand. Die kommen immer zu zweit. Ist eigentlich auch eine gute Strategie, immer mit zwei V2-Raketenwerfern gleichzeitig zu kommen. Oh, Einheiten ohne über Einheiten. Massenhaft Einheiten. So, jetzt lasst mich mal da schön in Ruhe. Ich will nur die Tesla-Spule killen. Ja, die lassen mich sogar. Sind die blöd. Anstatt mir entgegenzukommen. Ich kann ja noch ein bisschen, weiß ich nicht, helfen. Wenn er dazu kommt. Nö, kommt er nicht. Dann kann er da schießen. Gegen Infanterie, naja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber hier doch. Der schießt einfach, aber die kümmern sich nicht drum. Solche Deppen. Dann kann ich gleich einmarschieren. Verstärkung? Hat er es gerade gesagt? Es klang jedenfalls so. Aber ich sehe nichts. Hat er nicht gerade gesagt, Verstärkung ist eingetroffen? Anscheinend höre ich schon Stimmen. Wäre wohl zu schön. Das war's. Weg hier. Jetzt kann ich eigentlich reinfahren. Das müsste reichen, was ich jetzt hier schon habe. Da kommen sie noch. Das nehmen wir zum Anlass, einen zum Gegenschlag auszuholen. Boah, einen Schuss tot. Aber zum Glück brauche ich ihn eh nicht mehr. Gegen sich selbst sind sie halt auch sehr effektiv, die Raketenwerfer. Hinein. Ins Glück. Komm, jetzt sei er nicht so leicht da durch. Das typische Problem. Kommt einfach runter. Schießen. Nerven die noch mit V2 Raketenwerfern. Ich sagte nicht da runter. Einer nach dem anderen. Diese dummen, engen Passagen in Command & Conquer. So, mit runterkommen. Da reinkommen. Ihr könnt auch noch mitkommen. Alle kommen. Los. Und du? Ihr? Und er? Merkwürdig, was die manchmal vorhaben. Hunde stören mich jetzt wenig. Ich will erstmal auf die Panzergefahren hinweisen. Und da wäre zum Beispiel er hier, der jetzt aber tot ist. So, rein da, rein in die gute Stube. Ja, Alter. Lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen. Alles tot. Da, überall V2-Raketenwerfer. Vielleicht kümmere ich mich erstmal um die Waffenfabrik. Wenn die kaputt ist, können sie nicht nachbauen. Wo ist ihr Bauf? Den habe ich eingenommen. Die haben keinen zweiten, hoffe ich mal. Dann kommt das jetzt weg, dann habe ich da auch meine Ruhe.
Jetzt bin ich auf der Siegerstraße. Noch so ein V2-Typ. Und den haben sie eine Menge. So, ich habe fast nie welche gebaut. Aber man merkt, die sind echt gar nicht so zu verachten. Ja, jetzt macht die Mission Spaß. So langsam nimmt sie Fahrt auf. Zwinger weg. Eine Kaserne haben sie hier links noch. Das ist wohl die einzige Gefahr. Oder haben sie noch eine Waffenfabrik da? Scheint fast so. Ingenieure, naja, auch kein Geld. Wenn man in die Lage kommt, feindliche Silos einzunehmen in diesem Teil, ist es meistens schon so weit vorangeschritten in die Mission, dass es sich gar nicht mehr lohnt, weil man eh gleich gewonnen hat. Das ist doch ziemlich oft der Fall. So, der Sammler sammelt gleich nicht. Haben sie den nachgebaut? Ernsthaft? Die bauen alles nach. Ich muss einen Bauhof finden. Irgendwo haben sie noch einen Bauhof. Damit habe ich fast gar nicht gerechnet. Ist er hier rechts? Was wird angegriffen? Nichts Wichtiges nehme ich an. Bauhof, wo ist der? Anscheinend nicht hier rechts, sondern weiter links. Haha. Haben sie noch schwache Verteidigungstürme? Ich könnte die Brücke zerstören, dann kann er nicht mehr hier rum. Naja, lassen wir erstmal so sein. Jetzt bauen sie nichts mehr nach. Haben sie wohl gemerkt, das geht ein bisschen stark ins Geld. Der Sammler kommt auch nicht mehr so oft hier runter. Denn er hat keine Raffinerie mehr. Wer schießt denn da noch? Er hier. Das klang eben seltsam. Aber gut. Was ist das für eine schöne Musik? Die habe ich ja noch nie gehört. Das ist doch mal eine chillige Musik. Wer, was war das für ein komischer Schuss schon wieder? Ich verstehe nicht, wer da schießt. Das klingt so wie so ein Bunker, oder? Irgendwo ist hier ein Bunker, glaube ich. Kann nicht sein, die Alliierten haben einen Bunker, nicht die Sowjets. Oder die Flugzeuge klingen auch ein bisschen so ähnlich, die Jaks. Geh doch noch näher an den Flammenturm ran, du bist so schlau. Jetzt musst du, wenn du jetzt stirbst, bist du echt selber schuld. Und schon mal ein bisschen Verstärkung ran. Wird Zeit. Ah ja, jetzt verkaufen sie schon. Theoretisch dürfen sie rechts auch nichts mehr bauen können. Das ist ja viel zu weit weg von ihren Gebäuden. Das kann ich ja auch nicht einfach mitten in die Pampe meine Gebäude reinsetzen. Ah, er hier vielleicht war das. Der schießt da irgendwas ab. Erstmal die Mauer einreißen. Kommen die nicht? So. Flugfeld weg. Irgendwas schießt er da ab. Ich weiß aber nicht was. Nichts Wichtiges. Jetzt ist es mir das auch egal, glaube ich. Ach so, der schießt meine Basis ab. Gut zu wissen. Als wenn es mich stören würde bei der schwachen Jacks. Damit weg, dann haben sie keine Chance mehr. Muss ja alles zerstören und nicht irgendwas einnehmen. Das heißt ja Command and Destroy. Nicht vergessen. Hat mich schon immer gewundert. Als Kind wusste ich nicht, was Conquer heißt. Und dachte schon so, muss eigentlich zerstören heißen. Ich kommandiere ja und zerstöre alles. Und dann habe ich wieder erfahren, erobern? Was ist das? Aha. Was war das jetzt gerade? Es war ja nicht verkauft. Irgendwie ist alles gleichzeitig hinübergegangen. Wollten sie mir wohl ein bisschen erleichtern. Haben wir die Mission noch super geschafft? Easy. Hätte man bestimmt viel schneller machen können. Der Bauhof als letztes. Aber gut. Irgendwas lebt noch. Er. An dem hängt's jetzt. Der Sammler wird den Krieg entscheiden, bestimmt. Der einfach da rumsteht. Sondern nur ein Schläfer.
Hehe, strategisch zu mir gelockt. Zu mir gelockt mit seinen Locken. Zum Glück habe ich die Brücke stehen lassen, sonst könnte ich da jetzt nicht rüberfahren. Muss ich aber auch nicht, ich habe das alleine. Einsatz erfolgreich. Geil. So wunderhübsch. Aber dabei so störrisch. Schon cool in Szene gesetzt, aber ein toller Befreiungsversuch, erstmal selbst verrecken. Jetzt ist der Retter nämlich gestorben. Na, Hauptsache Tanja hat überlebt und wir werden noch mehrere Missionen wohl bekommen, wo sie überleben muss. Sonst haben wir verkackt. Was freue ich mir? Ach, wieder zwei. Ich nehme immer die obere oder die linke, dann habe ich das im Überblick, welche Missionen mir noch fehlen. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Die Informationen, die Tanja mitgebracht hat, waren von unschätzbarem Wert. Würden Sie das nicht auch sagen, Stavros? Ja. Unsere Analyse ist fast fertig. Nein, 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 bleiben Sie sitzen. Ich bin spät dran. Es tut mir leid. Meine Uhr ist kaputt. Professor Einstein. Ja. Es ist mir eine Ehre. Aha. General Nikos Stavros. Angenehm. Professor, darf ich Ihnen den Commander vorstellen, der Sie gerettet hat? Ah. Commander, das ist Professor Albert Einstein. Ja, ja, sehr aufregend. Diese Aufklärungsbilder wurden in einer G-Zone nahe der Ägäis gemacht. Professor, können Sie vielleicht irgendwelche Details interpretieren? Ja, nach allem, was ich gelesen habe, ist das Stalins Hauptforschungslabor. Die arbeiten an einer neuen Art von Abwehrwaffe. Oh ja, 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 genau das ist sie. Der eiserne Vorhang. Er basiert auf Teslas Theorie von schwingenden Molekülen unter der Einflussnahme ja, einer besonderen... Was genau tut der eiserne Vorhang? Tun? Naja, nach der Theorie macht er offenbar Gegenstände unverwundbar. Ein Fahrzeug oder Gebäude, das diesem Effekt unterliegt, ist theoretisch nicht mehr zu beschädigen. Unglaublich! Für 2 Minuten. Ich wusste ja, dass Teslas Experimente mit solchen... Vielen Dank, Professor. Das ist alles, was wir wissen wollten. Wir können nicht zulassen, dass die Sowjets weiter nach diesem Gerät forschen. Was wissen wir sonst noch über das Forschungslabor Stavros? Nikos, könntest du deine persönlichen Verluste mal für einen Moment vergessen, bitte? Ja, natürlich. Außer zur Forschung und Entwicklung dient diese Basis auch als Anlaufstation für sowjetische U-Boot-Aktionen, deshalb auch die starke Cyborg-Präsenz. Soweit wir das sagen können, wird hier der einzige existierende Prototyp des Eisernen Vorhangs aufbewahrt. Wir wissen allerdings nicht, ob er schon funktioniert. Commander, Ihr Auftrag ist klar. Verschaffen Sie sich Zugang zur Basis und zu den Labors und vernichten Sie alle Unterlagen und Prototypen dieses... Eisernen Vorhangs. Wie oft hatten wir jetzt schon diesen Lastwagen im Vorspann? Bauen Sie Ihre Basis auf. Schönes Einsatzziel. Wenn Einstein für die Alliierten ist, wieso hat dann... Die Sowjets, die Atombombe. Das ergibt doch keinen Sinn. Also theoretisch zumindest. Im Gefecht später. In der Kampagne hatte man ja nur diese Unverwundbarkeit. Die jetzt anscheinend sehr wichtig ist. Merkwürdig. Gut, dann geht's hier aber beim nächsten Mal erst weiter.
Bis dahin, tschüss.